Morgen, liebe Trading-Freunde, hier ist der Hobby-Trader und hier in diesem Video geht es heute mal um einen der Basics im Future-Trading, wie ich finde, und zwar um den sogenannten Cluster-Search. Das ist ein sehr wichtiger Indikator in der Trading-Software Atlas und es ist auch einer meiner Lieblingsindikatoren, die ich nutze, um einfach Signale rausfiltern zu können im Trading, um dann gute Trading-Ergebnisse zu erzielen. Also, was ihr hier jetzt gerade seht, ist einfach ein ganz klassischer Chart. Zum einen, ihr seht es vielleicht, die Candles grün für Long, für eine Long Candle und ein roter Strich für eine bärische Candle. Und zusätzlich dazu sind noch diese Querstriche, das ist das sogenannte Volumencluster. Das haben der ein oder andere von euch bestimmt schon gehört. Das ist auch eine der Vorteile im Future Trading, denn diese Informationen können wir ja aus der Time and Sales Liste rausziehen. Und das ist ja einer der großen Vorteile, die wir haben im Future Trading, dass wir diese zusätzlichen Informationen haben, um einfach zu erkennen, welche Bereiche, Preisbereiche sind wirklich interessant. Wo wird viel gehandelt? Wo wird viel Volumen umgesetzt? Was ich hier jetzt eingeblendet habe, ist ganz klassisch die Time and Sales Liste, die Daten, die reinkommen, woraus wir in Atlas mit verschiedensten, unzählig vielen Möglichkeiten haben, diese Liste so zu visualisieren, wie wir es für unseren Trading-Stil brauchen. Egal, ob ihr Scalper oder Swinger seid, ob ihr kurzfristig oder mittelfristig oder sogar langfristig unterwegs seid. All das könnt ihr hier in Atlas einstellen. Diese Informationen kommen rein und ihr visualisiert sie euch so, wie ihr es braucht. So, kommen wir hier jetzt zu einem meiner Lieblinge. Ich habe jetzt, wie gesagt, das hier an der Seite eingestellt. Über hier an diesem seitlichen Menü kann man das einstellen, Volume, und ich habe hier das Digital Volume Histogramm. Was seht ihr hier? Hatte ich ja schon gesagt, die einzelnen Candles, eine bullische oder bärische Candle und zusätzlich dazu diese Querstriche, das ist das Volumen. Diese Zahl, die hier steht, bedeutet nichts anderes, dass auf diesem Preisbereich 13.187 Lots gehandelt wurden in dieser einen Stunde. Ja, das ist ein Stundenchart. Instrument ist relativ egal. Das kann man für jedes Instrument nutzen, was ihr gerne traden möchtet. Dazu kommt jetzt noch Folgendes. Und zwar möchte ich gerne, dass interessante Preisbereiche, wo viel getradet wird, möchte ich mir farblich markieren, um einfach schnell eine Entscheidung treffen zu können. Dann, das ist auch ein wichtiger Tipp, wie ich finde, dass man sich die Informationen, die man haben möchte für seinen eigenen Trading-Stil, so schön hier in diesem Programm visualisieren kann, damit man dann im Falle des Falles eine schnelle Entscheidung treffen kann. Denn wie ihr wisst, der Mensch kann ja immer nur so 5 bis 7 Informationen auf einmal gut verarbeiten. Und wenn ihr eure Entscheidungsfindung auf euren Stil so visualisiert, dass ihr dann schneller arbeiten könnt, denn wenn der Markt in einer Situation ist, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst, ist es immer gut, sich den Chart so einzustellen, dass er auf euren Trainingsstil passt. Und dieses Programm Atlas ist da wirklich sehr, sehr gut drin. Okay, wie kann ich mir hier diese Cluster farblich machen? Das geht zum einen ganz einfach. Hier oben ist so ein Schraubenschlüssel und Hammer-Symbol. Da klickt man drauf und dann geht man hier auf Cluster Settings. Und dann gibt es, wenn man ein bisschen runter scrollt, auf der linken Seite hier Filter Nummer 1, 2 und 3. Ja, und dann kann man hier zum Beispiel, wir wollen jetzt das Volumen filtern. Und dann gehen wir ein. Ich nehme da gerne 3 Filterstufen, dass ich mir so überdurchschnittliche Volumencluster, mittelgroße und ganz große in unterschiedlichen Farben darstellen lasse. Ja? Ne? Welche Zahl ihr da eintragen müsst, das ist in jedem Markt unterschiedlich. Das ist die Aufgabe von euch, das rauszukriegen, denn ihr seid Trader und jeder Markt hat ein anderes Volumen, was er handelt. Das kann auch unterschiedlich sein, in der Sommerpause meistens ein bisschen weniger zum Beispiel, aber das ist wie gesagt eure Aufgabe, das rauszukriegen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier 3 Filter eingestellt, alle auf Volumenbasis, ja, mit der entsprechenden Anzahl an Lots, die für mich dann interessant werden. Und so kann ich ganz schnell visualisieren, welche Preisbereiche
interessant sind, wo ich für mich persönlich dann Entscheidungen treffe, was mache ich damit. Ja? Dann haben wir hier jetzt noch die Zahlen. Da ich jetzt hier die Cluster habe, interessieren mich die Zahlen gar nicht mehr so sehr, weil ich die ja schon rausfilter über die Farben. Dann kann ich das hier auch abschalten. Dann gehe ich hier auf Volume und gehe einfach auf Volume Histogramm. Dann verschwinden die Zahlen, aber die Farben bleiben. So habe ich meinen Chart schön einfach gehalten, habe die Bereiche, die für mich interessant sind. Und um jetzt einfach nur mal ein Beispiel zu machen, ich kann jetzt hier einfach mal rauszoomen. Das geht mit Atlas übrigens auch sehr gut. Man kann hier an der Seite das hoch und runter ziehen mit gedrückter Maustaste. Kann aber auch mit dem Mausrad und der Shift-Taste, das ist dann für die Vertikale, oder mit der String-Taste und dem Mausrad für die Horizontale zum Reinzoomen. Ja? Wo befinde ich mich hier gerade? Okay, wir haben hier einen klassischen Abwärtstrend. Kann ja noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann sieht man es noch besser. Ja, ganz klassischer Abwärtstrend. Der Standard technische Trader macht ja dann so Trendkanäle oder solche Sachen. Wir als Future Volumen Trader haben ja die zusätzliche Information mit den Clustern. Wir müssen uns also nicht nur auf irgendwelche Hammerformationen oder ähnliches verlassen, sondern wir sehen hier alles klar, hier kämpfen Bären und Bullen. Bleibt der Short Trend erhalten oder wird es ein Breakout nach oben? So, hier wird eine Entscheidung getroffen. Was mache ich jetzt als Trader? Jetzt gucke ich mir den Markt natürlich noch ein bisschen detaillierter an. Hier haben wir die Situation jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt. Das ist eine andere Darstellungsform. Das ist der gleiche Markt, nur eben nicht im Stundenchart, sondern im 5-Minuten-Chart. Und die Anzeige ist hier ein bisschen anders. Ja, hier seht ihr jetzt zwei Zahlen, auch die Candles wieder. Und das sind diesmal hier unten im Delta-Bereich, habe ich mich entschieden, da Volume und mir Delta anzeigen zu lassen. Das heißt, die linke Zahl ist das Volumen allgemein, was auf der Preislinie in der Zeiteinheit gehandelt wurde. Und die rechte Zahl ist das entsprechende Delta dazu. So, wir haben ja jetzt folgende Situation gehabt. Im übergeordneten Chart hatten wir das Stunden... die Stunden Candle und haben erkannt, dass wir in einem Short Trend sind. Der Short Trend wird nach diesem Cluster weiter fortgesetzt und jetzt gucke ich halt im 5-Minuten Chart. Das ist eine Variante, die ich gerne trade, und suche mir da natürlich Short Einstiege, weil ich mit dem Trend traden möchte. Und auch hier kann ich mir wieder Atlas zu Hilfe nehmen und mir meine Einstiege ganz toll visualisieren mit einem der besten Indikatoren, wie ich finde. Das ist das sogenannte Cluster Search. Ja, den füge ich hier ein und dann Doppelklick drauf, dann taucht er hier unten im Fenster auf und dann kann ich ihn bearbeiten. Ihr seht, da passiert was im Chart. Der ist jetzt natürlich noch überhaupt nicht so eingestellt, wie ich es gerne möchte. Und das ist, wie gesagt, der sogenannte Cluster Search. Cluster, hatte ich ja schon gesagt, sind Bereiche, die für mich interessant sind, wo viel gehandelt wird. Aber hier ist die Detailtiefe extrem gut. Hier kann ich wirklich alles Mögliche einstellen, um dann für mich meine Signale zu visualisieren. Ich hatte ja jetzt gesagt, wir sind in einem Short Trend. Der Short Trend wird weiter fortgesetzt und jetzt suche ich mir schöne Einstiege im Short Trend. Das heißt, Sell High ist ja so eine Grundregel, das möchte ich gerne, und ich suche jetzt Imbalances, wo der im Sell High Bereich der Markt eine Imbalance macht in Richtung Short, und da möchte ich gerne rein in den Markt. Wie kann ich das einstellen? Ich gehe hier auf Kalkulation, Volumen bleibt so. Ja, aber ich möchte ein gewisses Minimum an Volumen haben, damit das Signal da oben auch stabil ist. Da sage ich, da möchte ich gerne mindestens, dass da 200 Kontrakte gehandelt werden. Die Imbalance soll mindestens 95% sein. Delta-Filter brauche ich für meinen nicht. Aber die Candle Direction, also ob sie eine bierische oder eine bullische Kerze sein soll, stelle ich dann auf bierisch. Ja, Maximum Arbitrage Trade braucht man nicht einstellen, also nicht für mich, aber kann man. So, und dann haben wir die Price Location, und zwar möchte ich das nur sehen, wenn es am im oberen Bereich ist, der Candle. Ja, also
am nördlichen, also am oberen Ende der Candle soll dieses Signal entstehen, weil ich will ja short gehen und ich will so gut wie möglich short in den Markt rein. Ja? So, und dann habe ich hier noch die visuellen Einstellungen. Dieses Fuchsia mag ich überhaupt nicht. Da kann ich dann eine andere Farbe nehmen. Das ist ja völlig euch überlassen. Und dann kann man hier sogar noch einstellen, je stärker das Signal ist nach euren Einstellungen, ändert sich sogar diese Größe. In dem Fall ist es ein Rechteck. Man kann das aber auch ändern, wenn ihr wollt. Ihr könnt da auch ein Diamond draus machen, dann seht ihr das hier. Ja, das könnt ihr euch so einstellen, wie ihr Lust habt. Ja, ich bleibe einfach bei diesem Rechteck. Aber ich möchte gar nicht noch, dass es nach Größe gefiltert wird, sondern ich möchte eine ganz normale Fixed Size haben, dass da einfach nur so ein Rechteck ist. Das ist dafür da, wenn ihr den Chart rauszoomt, dann seht ihr dieses Rechteck eher als vielleicht nur diesen kleinen Farbfleck dann. Das zeige ich euch gleich, wenn man rauszoomt. So, na, dann haben wir das eingestellt. Hier unten kann man sogar noch den Alarm einstellen, wenn man möchte. Dann wird man nicht nur visuell, sondern auch noch akustisch darauf hingewiesen, hallo, hier ist ein Signal, das zu deinem Trainingsstil gerade gekommen ist. Ja, und hier unten kann man sogar noch einen Zeitfilter einstellen, wenn man zum Beispiel die amerikanische Mittagspause raus skalieren will, weil da, wenn die Amerikaner essen gehen, dann geht die Volatilität ja meistens in der Regel auch ein bisschen runter im Markt. Dann kann man diese Sachen zum Beispiel auch ausschalten. Also ihr seht, ne, wenn ihr wisst, wie eure Trading-Strategie ist, ist diese Geschichte ein sehr, sehr guter Helfer, um eure Signale sauber anzeigen zu können. Ne? Im Allgemeinen diese ganzen Vorteile vom Future Trading, die man ja eh schon hat, aufgrund der Time and Sales Liste, kann man jetzt hier sehr schön, wie ich finde, wie es kaum ein anderes Programm kann, visualisieren. Und da sehen wir es, wir hatten ja hier gerade den übergeordneten Bereich, da nochmal, ja, hier ist das Cluster im Stundenbereich. Die Bären haben gewonnen, ab jetzt suche ich die Bären und da sind sie. Ja, hier Cluster, so im oberen Bereich eine Imbalance gebildet, ja, Short-Signal, noch ein Short-Signal, noch ein Short-Signal. So, und wann gehe ich wieder raus aus dem Trade? Ja, das ist natürlich auch wiederum abhängig. Da gibt es ja, wer weiß, wie viele Variationen, die man da nutzen kann. Entweder ihr arbeitet mit Zielen, mit euren CRVs, oder ihr wartet, bis das nächste große Cluster kommt. Ja, dann hier unten zum Beispiel, dass ihr rausgeht. Oder wie auch immer. Das ist ja dann abhängig von eurem Trading-Stil, mit dem ihr arbeitet, wann ihr wieder rausgeht und eure Gewinnmitnahme macht. Okay, also hier habe ich euch jetzt nochmal wiederholend gezeigt, wie man interessante Preisbereiche rausfiltern kann, ja, mit den Clustern, dann das Ganze mit dem Indikator Cluster Search individuell auf sich einstellen kann. Ich zeige Ihnen noch mal, jetzt in dem Fall haben wir Imbalances für optimiert auf den Short-Bereich eingestellt. Ja, ein gewisses Volumen möchte ich haben, die Imbalance soll mindestens 95% sein, die Candle muss bearish sein und das Signal muss im oberen Bereich der Candle entstehen. Ja, Farbe je nachdem wie ihr wollt und die anderen Filter sind für mich in dem Fall nicht von Belang, aber ihr könnt euch denken, ihr könnt das individuell auf euch umstellen. Wenn es jetzt ein Longtrend wäre, müsste man die ganze Sache einfach nur umkehren. Dann müsste man hier draus einfach eine Bullische machen. Die Imbalance muss da minus 95% sein. Ja, und natürlich muss es dann im unteren Bereich der Candle sein, das Signal. Und schon habt ihr die ganze Geschichte für einen Longtrend. Hier haben wir jetzt einen Shorttrend, da ist dieses Signal natürlich überhaupt nicht von Belang. Hier haben wir die Nacht, da kommt jetzt nichts. Hier haben wir jetzt einen Longtrend. Hier, ja, also das muss man dann in Kombination das Ganze denn für die Long-Seite umgekehrt. Okay, damit will ich das eigentlich soweit erstmal abschließen. Ich bin wie gesagt ein großer Fan von der Atlas Software. Hier kann man wirklich sich seinen Trading-Stil so verwirklichen und visuell so toll unterstützen, dass die Trading-Ergebnisse echt besser werden, weil ihr einfach eure Entscheidungsfindung schneller umsetzen könnt. Ich bin begeistert. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch weiterhin Happy Trades und wir sehen uns im Orderbuch. Bis bald, euer Hobby-Trader.